heute elektronische Musik, wo hat denn das alles Einzug? Also man kann es ja gar nicht, das ist im Hip-Hop, das ist überall, ja. Du musst dir vorstellen, 81 hat Afrika Bambaataa angefangen, Planet Rock zu programmieren. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Warm Up Berlin. Ich bin die Isabel und ich freue mich, euch heute zu meinem ganz großen Herzensprojekt begrüßen zu dürfen. Denn viele von uns lieben die elektronische Musik, man geht gerne in Clubs, tanzt und feiert. Aber was steht eigentlich alles hinter der Musik? Wer hat sie geformt und vor allem, wie hat sie die meisten von uns geprägt? Das sind alles Sachen, über die ich gerne mit euch hier quatschen würde. Und wo sollte man das besser machen als beim schönen Freitagabends-Warm-up? Hier im Perlon und Double Standards Office im wunderschönen Berlin-Kreuzberg. Perlon dürfte den meisten von euch auch ein Begriff sein, wurde nämlich 1997 von Thomas Franzmann, auch besser bekannt als Zip, dem Markus Nicolai und dem lieben Chris Rehberger gegründet, den ich hier heute als meinen ersten Gast begrüßen darf. Hallo Chris, mein Lieber, wie geht's dir denn? Wunderbar. Wunderbar, das will ich hören. Schön, dass du heute da bist und auch cool nochmal an der Stelle, dass wir die Show hier bei dir starten können. Na, selbstverständlich. Chris, mein Lieber, ich würde sagen, wir fangen mal direkt beim Ursprung an. Wie haben denn du, Thomas und Markus damals zueinander gefunden und wie ist das Label Perlon entstanden? Das ist ja richtig direkt rein. Aber voll, ja. Das ist eine bisschen längere Geschichte. Also, feel free. Es war so, dass meine Frau Monika ist nach Frankfurt gezogen und hat bei Markus, der ja Optiker ist, angefangen als Optikerin. Und ich habe ja Grafik gemacht und habe dann eben experimentelle Typografie angefangen und habe die im Städel gedruckt in der Druckwerkstatt und habe dann Moni immer abgeholt bei Markus und habe dann immer die Druckbögen eben frisch dabei gehabt. Und dann habe ich die immer so ausgerollt und habe dann gesagt, hey, guck mal, wie findest du das? Markus hat immer so ganz über die Schulter geguckt, ja, und so ganz interessiert. Und ich kannte ja Markus' Hintergrund überhaupt nicht. Dass der bei Sire war und irgendwie bei diesem Madonna-Label. Und irgendwann sagte Markus, sag mal, das inspiriert mich so, die Grafiken, darf ich da Musik zumachen? Ich dachte, wie jetzt? Grafiken, Musik machen, was ist denn das? Aber süß eigentlich. Ja, total. Ne? Also es war wirklich so, ich war erstmal so ein bisschen, nicht schockiert, aber so ein bisschen so off the rails. Irgendwie so perplex, ja, so, was will er denn? Genau. Ja. Ja. Und dann sagte Markus dann irgendwie, ja, er fängt mal an und zeigt mir, macht so ein paar Layouts und zeigt mir das dann halt. Und dann hat er das abgespielt und dachte so, wie krass ist denn das? Und dann kam das so nach und nach eben, ja, dass der dann so, sich das so entblättert hat irgendwie, dass der ja ein total krasser Musiker ist. Und dann sagt der Markus irgendwann so, ja, sag mal, würde es dich stören, wenn ich den Thomas noch dazu hole, der singt? Und ich dachte, keine Ahnung, also du machst ja die Musik, ja, zu den Grafiken, die ich gemacht habe. Ja. Und dann kam mir Tomo halt dazu und voll geil. So ist das Projekt Pile entstanden. Genau, Pile. Ihr habt ja dann als Pile angefangen, ja. Und wart ja damals auch bei Sony gesigned. Ja, erstmal ja noch nicht. Erstmal haben wir ja einfach nur gemacht und Markus und Thomas sind ja die Musiker. Ich war dann so eher für den visuellen Teil zuständig. Das war dann eben so, dass der Markus dann eigentlich eine Platte fertig gemacht hat. Und dann sind wir halt los und dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber wir kannten über ein anderes Projekt, glaube ich, den Christian bei Sony Music. Und dann hat der Christian sich das angehört und hat gesagt, ja, was ein tolles Projekt, weil so vielseitig und eben Grafik und Lifestyle und Musik alles beisammen. Und Sony Entertainment hat uns in Frankfurt als Pile gesigned. So war das. Und wie lange wart ihr dann da? Also wie ist das dann weitergegangen? Weil es ist ja dann nach Pile auch Perlon entstanden. Ja, das war
Also wir waren nicht so zufrieden mit dem, was da von Sony Music eben kam. Wir hatten dann eine Tour mit Hans Niesmann zusammen. Und Hans hat immer vorher aufgelegt und wir haben danach dann unsere Grafikmusikfeuerwerke. Ich mit 5 Dia-Projektoren und praktisch da so mit der Musik auf den Remotes rumgedrückt. Ja, war ziemlich lustig. Und einmal konnte ich nicht an einem Konzert dabei sein, um die Grafik zu machen. Und dann haben wir überlegt, wir hängen ein Faxgerät übers Publikum. Und ich habe dann von zu Hause live so Faxe durchgeschickt, so Grafiken. Jetzt? Ja, und die fielen dann so über das Publikum dann so. Was für eine geile rein. Idee, habe ich auch noch nie gehört, sowas. Ja, ja, wir auch nicht. Sehr kreativ, sehr kreativ. Das war auch zum Beispiel eine Aufnahme auf der Pile, da hätte ich ins Studio kommen sollen zum Markus. Und ich hatte einfach keine Zeit, ich habe zu viel Arbeit gehabt. Und dann haben wir die Aufnahmen übers Telefon gemacht. Und das hört sich auch genauso an, also wie so ein Anruf. Und dann so, und ich lapper nur so. Und die Texte sind eigentlich entstanden dadurch, ich hatte ein experimentelles Poster gemacht. Und das hing bei mir da an der Wand. Und ich habe einfach nur die Texte abgelesen, die da auf dem Poster standen. Und, ja. Hammer Idee, wirklich. Nö, das war eher aus der Not. Okay, aber siehst du, da nicht entstehen eine Idee, das war eher aus der Not entstanden. So entstehen halt manchmal auch echt die kreativsten und besten Dinge. Hm. Ja, und ihr wart dann unzufrieden bei Sony. Ja, ne? Ja. Und dann habt ihr euch auch kurz darauf irgendwie geeinigt mit Sony, dass das vielleicht auch keine Zukunft hat. Genau. Und habt euch dann getrennt. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also, naja, dann sind wir bei Sony. Also wir waren zu dritt beim Christian im Büro. Und das war so ein äußerst unangenehmes Gespräch. Natürlich so eine, glaube ich, fast wie eine Freundschaft auch lösen. Ja, so. Ja. Also das war schon so ein bisschen doof. Und dann, nachdem das klar war und der Christian dann gesagt hat, ja, er kümmert sich darum, dass die Geschäftsleitung unseren Vertrag auflöst, weil der wäre über 4 Jahre gegangen. Das wollten wir halt nicht durchstehen, weil in dem Vertrag, der halt so dick war, stand eben drin, dass wir alles, was wir produziert hätten in diesen 4 Jahren hätte Sony gehört. Ja, krasse Verträge. Das hieß, halt immer. Wir hätten keine weitere Musik machen können für 4 Jahre. Und das war natürlich für uns nicht machbar. Also für Markus und Thomas. Ich war da eher noch nicht so sehr in der Musik involviert. Aber auf jeden Fall war das dann so, dass es hieß, okay, wir können raus aus dem Vertrag. Und dann sind wir bei Sony Entertainment in Frankfurt aus dem Gebäude raus und scheiße, was machen wir jetzt eigentlich? Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann sind wir eben in die nächste Apfelweinkneipe. Sehr gut. Ja, und haben dann so überlegt. Ja, und dann hieß es eben, ja, okay, ja, dann machen wir halt selber weiter. Dann können wir eben veröffentlichen, was wir wollen und sind auch selbst verantwortlich. So, für alles. Und ja, wie macht man das eigentlich? Muss man jetzt einen Verlag gründen? Oder das waren so Fragen, so technische Fragen auch. Na klar. Und dann hieß es dann, ja, aber der Atta, der hat ja hier Ongaku und Playhouse und der weiß es ja. Also lass uns mal mit dem Atta irgendwie Kontakt aufnehmen. Ja, mit dem wir ja eh immer, also auch befreundet waren alle und so. Frankfurt ist ja eine sehr kleine Szene. Und damals vor allem ja noch kleiner. Ja, ja. Noch kleiner. Noch kleiner, ja, ja. Also vor Robert Johnson und so. Und ja, und dann haben wir uns einfach entschieden, okay, ein eigenes Label zu gründen. So. Und dann habt ihr einfach mal Geschichte geschrieben, würde ich sagen, an der Stelle. Also definitiv sogar. War vielleicht auch einfach Schicksal, ne, dass es mit Sony nicht geklappt hat. Somit habt ihr die Handschellen abgelegt und uns einfach mal sozusagen andere angelegt. Andere, genau. Andere Handschellen die angelegt. Die eigenen, passenden. Ja, nein, nein. Und euer eigenes Ding gemacht. Und ich meine, ihr habt bis heute noch extremen Erfolg. Und du bist aber ja auch nicht nur Musiker und wirkst da so in dem Label mit, sondern du bist auch der geniale Kopf hinter der Perlon-Grafik, die wir ja hier auch so schön sehen können. Und das finde ich immer so faszinierend, weil, also wirklich,
Egal wie groß ein Plattenregal ist, Chris, man findet eine Perlon-Platte immer. Und ich frage mich, also wie bist du damals beim Design von der Marke vorgegangen? Und wie gehst du allgemein vor, wenn du eine neue Marke designst? Meine Herangehensweise ist eigentlich eher, ich muss eine Idee entwickeln, damit das langlebig ist. Eine Idee wird ja nicht alt. Also die äußeren Umstände können sich ändern, aber die Idee bleibt ja in seinem Fundament gleich. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, man kann es nicht von der Oberfläche her denken, sondern eher von der Idee her. Also dann, sag ich mal, ästelt das so aus oder entfaltet sich dann. Ja. Ich verweigere immer so stilistische Grundsätze zu machen, weil das ist ja nur die Oberfläche. Mhm. Ja, also die Stilistik oder die Ästhetik von was ergründet sich immer aus einer grundsätzlichen Idee. Und die Idee ist ja aber auf jeden Fall sehr langfristig gedacht, wie du schon gesagt hast, so diese großen Buchstaben, nee, ohne Farben. Zeit, nicht mal langfristig, also, ja, sondern aber zeitlos. Zeitlos, genau. Also es ist ja, also wie man sieht, so diese bunten Farben, die großen Buchstaben, die ja auch auf euren Shirts, die sich ja auf der Website, die sich überall durchziehen, so. Das ist sowas von in your face, das ist einfach, es sticht raus. Wie schon gesagt, in so einem Plattenregal hat man so eine kleine... Dann sieht man Man sieht nur das und man weiß, ah, Perlon. Ne? Und das ist halt einfach was super Besonderes. Das ist mir selber sogar, fällt mir das auf. Also, und das war ja nicht geplant. Also sowas planst du nicht irgendwie. Aber als ich bei Atlas Records zum Beispiel in London, die hatten ein paar Platten bestellt. Thomas hat mir die geschickt und ich habe dann zu Atlas die Platten gebracht. Und dann hatten die halt so eine Wand mit den halt den letzten Releases irgendwie aufgebaut. Und ich selber bin erschrocken, wie sehr unsere Platten da so wie es raussticht. Rausgepoppt sind. Und aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, weil ich unser Label und die Marke mit anderen Labels verglichen habe, sondern das war eher also diese Fragmentierung war, das eigene Logo permanent zu missbrauchen und zu fragmentieren und wie auch eben elektronische Musik funktioniert. Also dieser Loop und das Fragment, der Loop des Fragments. Mhm. Aber das finde ich gerade toll, dass man sich eben nicht mit anderen vergleicht, sondern sich was überlegt, was Eigenständiges und das aufbaut. Und vielleicht macht das auch einfach aus. Das ist vielleicht auch einfach. Ja, du musst natürlich auch eine Portion Ignoranz mitbringen und nicht denken, ja, die machen das so und die machen das so. Das ist mir total wurscht. Genau. Also aber auch bei allen anderen Projekten. Ich will das gar nicht wissen. Aber das finde ich auch gerade das Tolle und du sprichst auch gerade andere Projekte an. Bei dir geht ja so einiges, ne? Also würde ich jetzt mal sagen. Du bist zum Beispiel 2012 von der Lead Academy zu einem der einflussreichsten Designer gekürt worden. Warst Professor für Kommunikationsdesign, hast das jahrelang gemacht. Hm. Und du bist einfach Designer in allen Bereichen. Du designst Möbel, du designst Klamotten, du machst Musik, du machst Grafiken und Gestaltungen aller Art für Museen in Deutschland, international, auch schon fürs Guggenheim Museum in New York. Also das ist einfach nur Wahnsinn. Wie schafft man es denn, so ein Allrounder zu sein? In allen Bereichen? Ich glaube, es ist die Suche nach Ideen, die einen dazu treibt, dann mache ich jetzt halt mal eine Brille. Oder weil es eine Bedingung ist. Weil ich, oder manchmal ist es eine Bedingung von einem Partner, wie wir für eine Ausstellung in New York hatten wir nicht genug Wandfläche. Und dann, aber wir hatten zu viel Material, Fotos, die aber ausgestellt werden mussten. Dann habe ich gesagt, okay, dann mieten wir halt Tische, wo wir dann die Bilderrahmen eben drauflegen. Und dann hat ein so ein blöder Eiermann-Tisch am Abend $200 gekostet.
Und die Ausstellung lief aber eine Weile. Das hieß, das hätte alle Rahmen gesprengt. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich entwerfe jetzt einfach einen Tisch. Ja, und wir lassen den dann von einem Handyman, der normalerweise Skate-Ramps baut in New Jersey, der baut dann diese Tische halt. So, und dann haben wir diese Tische halt so einfach nur aus Spaß, die Konstruktion online gezeigt, und dann kamen sofort Bestellungen. Und so kommst du halt von der Grafik auf Möbeldesign oder Brillen oder Lampen oder... Aber weil du halt eben auch die nötige Kreativität dazu hast, einfach mal zu sagen, ah ja, okay, das ist mir jetzt zu teuer, machen wir halt einen eigenen Tisch, ne? Naja, die Freiheit musst du dir halt nehmen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, Dinge umzudrehen. Also wir hatten einen Auftrag in Hamburg, ein Shop-in-Shop-System für Camper zum Beispiel zu machen. Mhm. Und dann wollten die aber nur so, dass wir so die Logos applizieren und Poster entwerfen. Und das, ich fand das total baller. Also langweilig. Ich dachte so, nee. Und dann, was daraus wurde, ich habe dann drüber nachgedacht, hey, Camper kommt aus Mallorca. Mallorca ist für seinen Sonnenaufgang bekannt. Wie können wir den Sonnenaufgang, also Fotografen sind total geil auf diesen Sonnenaufgang, Sonnenauf- und Untergang auf Mallorca, muss was ganz Besonderes haben. Und da haben wir einen Physiker gefragt, wie sich das Licht eigentlich zusammensetzt, aus dem Spektrum. Und haben dann auf einen 30 Quadratmeter großen Raum 50 Lampen, weil die Farbkonstellationen eben das bedingt haben. Und haben dann eine Lampeninstallation, anstatt Logos zu applizieren, vorgeschlagen. Und das wurde dann genommen. Also, ich finde es auf jeden Fall toll. Darf ich rauchen? Ja, natürlich, so viel du willst, ja. also auf jeden Meine Fall. Tochter darf jetzt nicht hingucken. Okay, nee, also an der Stelle. ja, also auf jeden Fall sehr interessant, so viel über deinen beruflichen Background zu erfahren. Jetzt wird mich aber ein bisschen was über deinen musikalischen Background interessieren. Und zwar, mit welcher Musik bist du denn so groß geworden? Also als du ein Kind warst und als Teenie, was hat dich so am meisten geprägt in deiner Jugend? Naja, also angefangen... Okay, ich bin gesegnet mit einem 4,5 Jahre älteren Bruder. Das ist ja schon mal immer... Immer gut, ja. Der hat natürlich Dinge nach Hause gebracht, die mich sehr geprägt haben. Aber natürlich auch mein Papa. Es gab eine Fraktion in den 50ern in Deutschland. Das waren, die einen waren Elvis Presley-Anhänger und die anderen waren Bill Haley. Der Unterschied zwischen den beiden war sozusagen, die einen waren die Rocker, Frührocker, und die anderen waren die Frühmods. Was ist Mods? Was bedeutet Modernist. Das? Ah, okay. Also eigentlich, oh Gott, das muss man echt weit ausholen. so viel Geschichte auch. Okay, die Rocker waren natürlich so die Greasy-Typen, die eben Lederjacke und... Und die Frühmods sozusagen waren Rollerfahrer, Strickjacke, so. Also in Deutschland. Also, so. Okay, also okay. Es gibt eine deutsche Mod-Entwicklung, die in den 50ern so angefangen hat. Und es gibt aber auch eine englische Mod-Tradition. Mhm. Da will ich jetzt so ansetzen. Okay. Also früh gehört habe ich eben so von meinem Papa, Bill Haley und dann aber auch so The Beatles. Das war dann so, ich meine, ich bin 70 geboren. Das heißt, also Wahrnehmung von Musik hat wahrscheinlich dann so 74 angefangen. Gute Zeit, würde also ich sagen. Also echt angefangen. Ja. So, wo man so Gehör entwickelt hat, vorher hast du gespürt. Ja. Hier waren dann die Beatles sehr dominant. Aber natürlich hat mich das auch später dann in der Subkultur, Jugendkultur dann sehr geprägt, dass mein Vater so ein Frühmod war. Also ich habe dem seine Strickjacke, glaube ich, noch mit 28 noch getragen, die er sich ganz teuer dann damals irgendwie gekauft hat. So.
Ja, also das war so ganz Frühwerk. Und dann natürlich mein Bruder in der Tradition meines Vaters mit 12 nachts durchs Fenster abgehauen. Klassiker. Aber nicht im Dorf geblieben, wo wir aufgewachsen sind, sondern direkt nach Stuttgart, das 26 Kilometer weg war, getrennt. Das mein Vater unglücklicherweise nachts entdeckt hat und dann stundenlang mit dem Regenmantel meinen Bruder auf dem Dorf da gesucht hat. Oh nein, der Arme. Ja, da kannst du dir wohl vorstellen, was da los war, als er zurückkam. Da ist die Hölle ausgebrochen. Also, also Punkrock war dann so mein Bruder sein Ding. Okay. Also ich bin dann so sehr früh konfrontiert worden mit Tats, Mods, Rock, Punk, Messerstechereien, harter Sex. Mein Bruder hat dann so Fanzines gekauft, als ich das so zusammenkopierte Dinge halt. Ne? Und ich als Achtjähriger habe das dann mal gelesen. Da kannst du dir vorstellen, was da richtig Sex, Drogen, Drugs and Rock'n'Roll und so. Also, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Spielplatz. Ah ja. Also, so. Da ging es also ordentlich zur Sache. Ordentlich, mit okay. Abstechen. Und allem. Also, okay, krass. So, natürlich, mein Bruder bringt dann eben diese Punkplatten heim und dann sieht man diese Bilder. Ja, also früher hat man ja ohne Internet, waren eigentlich also Musikmagazine, Fanzines und Plattenhüllen, waren die einzigen Indikatoren, also wie jemand aussieht, wie man sich gebärdet, wie, also vor MTV noch. Also, das war ja alles undenkbar zu dem Zeitpunkt. Und also darüber hast du dich informiert. Und oft waren die Schallplattenhüllen das, wonach du dich gerichtet hast. Total oldschool und schön. Das hört sich so blöd nostalgisch an. Ich beneide natürlich auch meine Tochter, die heute Videos von ihren Stars irgendwie angucken kann, die sie toll findet und denen auf Instagram folgen kann. Das hätte natürlich eine ganz andere Bewandtnis für uns auch damals gehabt. Ganz andere Zeit, ja. Aber ich finde, alles hat so seinen Charme. Ne? Ja, klar, na klar. Ja, rückblickend, man findet das dann so nostalgisch toll, wie das damals war, aber das war eine echte Mühe. Eben, und es war noch nicht so eine Masse und eine Überflut von allem. Ich finde das heute teilweise ein bisschen problematisch. Da waren dann auch noch so ein Cover und so. Das war noch richtig was wert, weißt du? Also, ja, und du hast dir verdient. Du hast dir verdient, was zu wissen. Ja. Also ob es die richtigen Schuhe waren oder der Gürtel oder die Hose, die Marke. Das war ja sehr limitiert. Also gerade in diesem subkulturellen Kontext irgendwie war das ja auch sehr spezialisiert, aber gleichzeitig auch sehr frei. Mhm. Weil also zu der Zeit gab es das noch nicht, sage ich mal, diese Diversität und dieses Fragmentierte. Also man ging, also als ich dann anfing auszugehen, also nicht als ich 8 war. Aber, dann mit 12 oder? Nee, auch nicht. Ich war ja ein sehr schlimmer Spätzünder, was das anging. Also mein Vater hat das nicht verstanden, dass ich war... Skateboard und BMX fahren war mein Ding für lange Zeit und dann, als ich so 12, 13 war, haben die mich dann mal so richtig aus dem Haus buxiert und gesagt, hey, das musst du auch mal. Und dann war ich auf so einer Party und dann haben so Jungs in meinem Alter geraucht und Bier getrunken und das war mir alles so ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich aber über meinen Bruder und über die Musik habe ich dann so Subkontext, was Musik angeht, irgendwie entdeckt. Und bin dann sehr schnell, ich glaube 12 oder 13 war ich, Skinhead geworden. Mhm. So. Boots and Braces, Barracuda-Jacke, irgendwie alles. Das war so ein bisschen schräg, weil also das große Missverständnis für Skinheadism zum Beispiel, ist ja, dass alle denken, ja, das sind alles Rechtsradikale. Mhm. So, ja. Ist ja so Klischee, ne? Also ja, aber damals war das noch gar nicht so. Also
Skinheads haben sich entwickelt aus, in 66 kamen ganz viele Jamaikaner nach England. Mhm. Und Skinheads haben sich abgespaltet aus Hardmods. Es gab Softmods und Hardmods. Die Hardmods waren die mit Kutte und so ein bisschen rougher. So, den Typen. Stiefeln und so. So. Und die Softmods waren eher diese geschniegelten mit zwei Reiher und so. Ja. Aha, und, okay. Und ich habe mich mehr, also eigentlich hat sich's über die Musik bei mir so entwickelt, weil die haben so Rootboy-Reggae gehört. So Hooligan und ich natürlich als Middle-Class-Kid. Ja. Ja. Also so, das ist so ein bisschen lächerlich auch. Ja? Also so, ich bin nicht aus der Arbeiterklasse oder sowas. Ja? Sondern, aber mich hat die Musik halt angesprochen. Und ich fand den Look halt auch saugeil. Aber würdest du dann, also dann kommt das ursprünglich aus Jamaika? Mhm. Also dann haben praktisch die Jamaikaner das nach England gebracht. Naja, also der Look von den Skinheads ist eigentlich diese zu kleinen Anzüge. Mhm. Ja, und so rasierte Kopf. Also die Jamaican Kids, die kamen halt so da an in ihrem Konfirmationsanzug. Also weißes Hemd und alles aber ein bisschen zu klein und irgendwie so schmal. Und die Arbeiterklasse in England war halt auch zu der Zeit auch genauso. Also es waren alles so ein bisschen so, weil halt die Zeiten auch nicht so doll waren. Und die haben sich aber auch über die Musik, und dann haben die sich mit den Jamaikanern so zusammengetan und haben dann Rootboy Reggae gehört. Weil bis zu dem Zeitpunkt, bis 84, war Skinheadism irgendwie jetzt nicht so rechts. Okay. Und, oder drei, also ich weiß gar nicht, wann das Einzug gehalten hat, aber auf jeden Fall war ich auf einem Fest, also so mit Bierbänken und so. Und dann kommen so ein paar Typen reingelatscht und stellen mich, also einen Knirps irgendwie, auf so eine Bierbank, auf einen Biertisch und sagen, so, jetzt sing mal das Deutschlandlied. Okay, und ich wusste natürlich sofort, was die wollen von mir. Ja. Deutschlandlied, was hat denn das mit mir jetzt zu tun? Irgendwie bloß, weil ich Haare abrasiert habe und eine Britannia-Jeans habe und irgendwie, ja, also, und Fred Perry-Hemd an habe. Und da hat es bei mir geklingelt. Und in dem Moment bin ich von der Bank runtergestiegen und nach Hause gegangen und das war's für mich. Und dann war's das. Das war's. Das Ende einer Ära für dich. Ja. Ah, krass. Also das muss man auch... Einschlägige Geschichte auf jeden Fall, aber traurig. Traurig. Naja, das Missverständnis besteht ja bis heute. Irgendwie. Ja, es gibt halt, tatsächlich. Und auf einmal hat sich das ja so aufgeteilt in Sharpskins und Redskins und dann so die Nazi-Skins und... Es gibt eine fette Gay-Skinhead-Scene zum Beispiel. Mhm. Es gibt ein saugutes Buch von Toby Mott heißt der. Skinheads heißt das nur einfach. Und jeder, der sich für sowas interessiert, sollte dieses Buch lesen, weil der genau alle Segmente sozusagen aus dem Skinheadism irgendwie so beschreibt. Also der große Paradigmenwechsel in der Musik zum Beispiel hat ja 81 schon angefangen. Mhm. Also mit Platten von Ann Clark und also Connie Plank hat ja da viel nachgeholfen. Also zwischen 81 und 84 ist so irre viel passiert, oder ab 79 eigentlich. Und es gab ja keine Limitierung. Also wenn du ein Skinhead warst, hast du trotzdem auch mal Rockabilly gehört und fandest es gut. Aber so soll es auch oder sein, ne? Blues oder eben, also egal, was es war. Irgendwie. Das, gute Musik war gute Musik. Plötzlich war so New Romantic und Depeche Mode auf einmal mit Vince Clarke noch damals die erste Platte. Das war ja, also New Life ist für mich heute noch so ein, wenn ich das höre. Aber das ist ja super wichtig, weil es gibt so viel wunderschöne Musik und ich finde es immer schrecklich, wenn man da so engstirnig, sehr so limitiert ist, ne? Und dann nicht über den Tellerrand so hinausguckt, weil es kommt am Ende auf die Qualität an. Und im Endeffekt, ja, also das finde ich auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da nennst, ist, glaube ich, auch heutzutage gibt es da öfter, ist es auch öfter mal eine Problematik. Aber nochmal zurück zur elektronischen Musik. Wie kam es dann zu deinem ersten richtigen Rave? Naja,
also elektronische Musik war ja auch immer da. Wie gesagt, du warst immer eher auf die Qualität der Musik scharf. Mhm. Das neueste Ding, das schönste, das ungehörte. Das ist ja auch so eine Sache, was ich vorhin beschrieben habe, irgendwie dieses kindlich naive, zum ersten Mal was erfahren. Und immer wieder dieses Verlangen, was zum ersten Mal erfahren. Ja. Und darum geht es ja eigentlich auch. Also zum ersten Mal was zu hören, zum ersten Mal was zu schmecken. Ich führe das immer wieder zurück zu so einer Situation, wo ich zum ersten Mal Gummibärchen, als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 3 oder was, bei meiner Oma irgendwie gekriegt habe. Und dann war das tatsächlich so, oh, ach so. Und dem jag ich eigentlich seither hinterher. So, davon will ich mehr. Ja, von dem ersten Mal erfahren. Also war dann praktisch dein erstes Rave-Erlebnis ein Gummibärchen-Erlebnis? So, kann man sagen. Also mit einem anderen Ausgang. Weil, also es war so, wir sind schon immer sehr häufig nach Manchester. Also nachdem, ich habe einen ganz kleinen Artikel im Face Magazine, glaube ich, gelesen. Also es war ja auch eine Anstrengung. Ich musste dann immer nach Stuttgart an den Hauptbahnhof fahren, um so internationale Magazine zu kaufen. Und da habe ich auch fast mein ganzes Taschengeld immer dafür aufgewendet. Ob jetzt Melody Maker oder Enemy oder Face oder ID zu kaufen. Und dann kam da so ein Artikel über Manchester is the Manchester. Also wäre das so, das war so identifiziert als das neue Mekka für Musik. Und dann sind dann plötzlich so Bands aufgetaucht. Das war 89. Wo dann so Bands aufgetaucht sind wie The Stone Roses und 808 State und Happy Mondays. Also Inspiro Carpets, Charlatans. Also alles so, und okay, da muss man mal hin. Das muss man sich mal live angucken. Und also beim ersten Mal landen, musste man dann da immer wieder hinfahren. So. Okay. Weil The Hacienda, Factory Records, die ja mit Joy Division, New Order immer in Verbindung gebracht werden. Also fuhr man da eben hin. So. Und was ging dann da so ab? Da ging dann schon mal so. Also die ersten paar Mal, die waren natürlich wahnsinnig gut. Und dann hatte ich einen Freund von mir, Kommilitone, mit dem ich zusammen Grafik studiert habe. Der wollte mit mir dann endlich mal mit nach Manchester. Und dann hat der mir aber wirklich, also in letzter Minute abgesagt. So. Mhm. Dann musste ich alleine, weil ich alles gebucht hatte, allein nach Manchester. So. Klingt nach einer spannenden Geschichte. Und das hat sich auch so ausgeformt, weil ich kam dann da an, habe in diesem Gasthaus, sagt man, glaube ich, da war ein Pub unten und oben waren so ein paar Gasträume, habe ich da übernachtet und dann dachte ich so, naja gut, dann gehe ich jetzt halt mal los. So. Unten noch ein Bitter getrunken im Pub und dann bin ich dann losgestromert Richtung Hacienda. Und natürlich, wie die Nordengländer eben so sind, sofort irgendwie Kontakt aufgenommen und dann bist du an der Schlange gestanden in der Hacienda und dann, ja, hey, my way from ba-ba-ba, irgendwie so. Und dann, die einen nicht kannten, weil natürlich alles praktisch Stammpublikum war. Irgendwie. Und so, ja, das, Stuttgart, ja. Ja. So, down south Germany, habe ich immer gesagt. Ich bin cooler. Auf jeden Fall haben die mich dann so unter ihre Fittiche genommen und haben mich dann da mit rein und haben mich dann da so eingeführt. Und auf einmal gab es dann Ecstasy. Auf jeden Fall war das so ein totaler Flash. Irgendwie. Ich habe so... Gummibärchen-Flash zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt. Und dann war aber tatsächlich, und das
gibt es bei mir echt selten, egal in welchem Zustand ich bin, dass ich echt morgens in einem Hotelbett wieder aufwache und Blackout. Die Maid außen schon gegen die Tür trommelt, ich müsste jetzt raus. So. Und ich habe tatsächlich, also wahrscheinlich bis 8 morgens da oder was weiß ich, irgendwie, durchgefeiert mit denen. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis. Und später hat sich herausgestellt, nachdem die Chemiker, die dieses Zeug hergestellt haben, waren aus Lahr im Schwarzwald. Ach, die haben tonnenweise das Ecstasy legal auf irgendeine Art nach England schicken können. Ah, siehst du, 89 ging das noch, ja. Und auf jeden Fall war das wohl das reinste Zeugs, was man sich so vorstellen kann. Dementsprechend waren die Nächte auch sehr gut, nehme ich an. Intensiv. Intensiv, okay. Ja. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Aber das war so die erste, sag ich mal, Ecstasy-Erfahrung, die ich hatte. Und das war also schon beeindruckend. Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja dann auch dann regelmäßiger dahin gegangen. Und du hast auch vorhin schon mal erwähnt, dass... aber nicht nur wegen der Musik. Nicht nur, ja, allgemein so. Das ganze Feeling, die ganze Umbruchstimmung. Ja, das war... Also das ist auch das, was ich so interessant finde, ist ja eigentlich, dass auch elektronische Musik tatsächlich so die letzte Musik ist, die entstanden ist in der Geschichte. Also nach Jazz, nach den ganzen verschiedenen Genres, die sich so über die Jahrhunderte und Jahrzehnte so entwickelt hat, kam so elektronische Musik. Und ich stelle mir das total, ja, einfach wahnsinnig vor, diese Anfangszeit mitzuerleben. Weil so Anfangszeiten, wie du vorhin ja auch gesagt hast, so immer diese ersten Erlebnisse, egal ob das jetzt früher beim Jazz war oder als Woodstock war oder so. Ich denke, das prägt einen intensiv, auch für sein ganzes Leben. Und Gummibärchenerlebnis. Gummibärchenerlebnis, ja. Und man will das dann immer wieder. Und ich denke, desto länger es etwas gibt, also so elektronische Musik heute, es hat sich sehr verändert. Weil natürlich über die ganzen Jahre, es wird mehr gehypt, mehr Leute, der Vibe verändert sich einfach. Und ich stelle mir das furchtbar intensiv und aufregend vor, einfach auch diese Anfangszeiten miterlebt zu haben. In Manchester, naja, die Anfangszeit der elektronischen Musik, das weiß ja gar nicht irgendwie, das ist ja Stockhausen eigentlich. Ja? So, also noch weiter zu. Und Kraftwerk und Planck und also da muss ja in den 70ern eigentlich anfangen. Schon anfangen. Aber ja. Pop-Kontext für elektronische Musik war ja, also der Paradigmenwechsel war eigentlich 81. So, also erste, also Ceremony kam da raus von New Order, die erste Single von Depeche Mode. Und so ging es los dann mit Synthesizern, ja, und alles hat sich ja, dann auf so einmal langsam wurde das aufgebaut. Identifiziert als heute elektronische Musik, wo hat denn das alles Einzug? Also man kann es ja gar nicht, das ist im Hip-Hop, das, also, ist überall, ja. Du musst dir vorstellen, 81 hat Afrika Bambaataa angefangen, Planet Rock zu programmieren, auf einer 808. Ja. Also, das ist jetzt auch nichts, was, also Hip-Hop ist ja sehr inspiriert sozusagen, also von Kraftwerk und elektronischer Musik auch. Ja, das hat auf jeden Fall den Ursprung da. Also diese harten Beats, die halt nur so ein Drum-Synthesizer von sich gibt, das war ja deren Triebfeder eigentlich. Das ist ja auf jeden Fall jetzt eine wunderschöne Überleitung zum zweiten Teil der Show, denn für den zweiten Teil der Show hast du uns die Platten oder Musik mitgebracht, die dich mit am meisten geprägt hat in deinem Leben. Und da wird ja genremäßig auf jeden Fall jetzt auch einiges gehen. Die 100 Platten. So, die 100 Platten, genau. Wir machen natürlich limitiert. Wir haben natürlich jetzt nicht die nächsten 3 Tage Zeit, aber also ich schon. Also, wir machen das in abgespeckter Version mit euch zusammen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr darauf und bedanke mich jetzt erstmal an der Stelle für die tiefen Einblicke in dein Leben. Und du bist einfach wirklich ein sehr inspirierender und faszinierender Mensch. Das habe ich dir ja schon öfter gesagt. Und, was mir jedes Mal peinlich ja, ist. Ja, ich weiß. Ich muss es trotzdem immer wieder sagen. So, ich könnte dir auch Stunden zuhören. Und ja, es ist einfach wunderbar, dass du uns allen so Einblicke in dein Leben gegeben hast. Deswegen würde ich sagen, tigern wir jetzt mal rüber in dein Spielzimmer. Ja. Und dann hören wir ein bisschen Mucke. Okay.
Also, dann gehen wir mal rüber. Ow!